Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, eure politisch unkorrekte Steffi mit ihrem vierten Video zum Thema politisches Irrenhaus Deutschland. Es gibt so wahnsinnig viel zu erzählen und ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ich glaube, das wird heute wieder so ein Video, wo ich mich nur auskotze, obwohl ich mir Zettel gemacht habe. Also, ich fange ganz einfach mal bei Frau Merkel an. Frau Merkel, die sich da im Fernsehen hinsetzt und immer noch sagt, wir schaffen das. Frau Merkel, wen meinen Sie mit wir? Wer ist wir? Sie halten doch überhaupt nichts von dem aus, was da draußen passiert, weil Sie nämlich in Ihrer kleinen Lebensblase denken, oh, ist alles schön, alles toll, alles bunt und überhaupt funktioniert doch alles immer noch. Nein, Frau Merkel, das System bricht zusammen und Sie schauen darüber hinweg, als würde Sie überhaupt nichts angehen. Ich kapiere das nicht, Frau Merkel. Wie können Sie es wagen, sich ins Fernsehen zu setzen und rauszuposaunen, dass wir das schon schaffen? Sie machen nichts, außer das Land in den wirtschaftlichen Totalschaden zu treiben. Sie machen nichts anderes, außer dabei zuzusehen, wie Frauen und Kinder vergewaltigt werden, wie Deutsche hier von Ausländern malträtiert werden, bespuckt werden, bestohlen werden, verprügelt werden und Schlimmeres. Es interessiert Sie überhaupt nicht. Stattdessen stellen Sie sich immer wieder hin und sagen, wir müssen ja Verständnis für diese Menschen haben. Die kommen ja aus einem anderen Kulturkreis. Einen Scheiß werd ich. Klar bin ich dafür, dass man den Kriegsflüchtlingen hilft. Echten Kriegsflüchtlingen. Aber nicht den Moslems zum Beispiel, die hierher kommen und sich hier aufführen wie King Larry. Das funktioniert nicht, Frau Merkel. Und ich habe wirklich keine Lust, mich denen anzupassen. Das würde nämlich für mich als Frau bedeuten, dass ich ein Kopftuch tragen muss, dass ich mich beschneiden lassen muss, dass ich mich schlagen lassen muss und dass ich eigentlich nur das Haus verlassen darf, wenn die mir das erlauben. Ja, wo leben wir denn eigentlich? Und Sie reden immer noch von, wir schaffen das. Sie kriegen es ja noch nicht mal gebacken, sich die Schuhe vernünftig zuzubinden. Ganz ehrlich, ich halte Sie tatsächlich für dermaßen geistesgestört, dass Sie wirklich besser Ihren Hut nehmen sollten, aber ganz schnell. Ich bin so dankbar dafür, dass nicht Sie den Friedensnobelpreis gekriegt haben, der Herr Nobel. Er würde sich ja im Grabe umdrehen. Es ist schon schlimm genug, dass ein Obama, dieser Kriegstreiber, genauso wie sein Vorgänger, den schon gekriegt hat. Der Obama, ja? Und die USA stellen sich auch immer noch hin und sagen, Deutschland, das sind die Bösen, die Nazis, da, 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 da. Ich kann diese Scheiße nicht mehr hören. Ja, die USA sollten mal besser die Fresse halten, ja? Denn seit die bestehen, haben sie nicht ein einziges Jahr in Frieden verbracht. Mit allen anderen Ländern. Nicht ein einziges Jahr ist vergangen, ohne dass die USA mit irgendwem Krieg angefangen haben. Ja, zum Schutze der Demokratie hat es oft geheißen. Von welcher Demokratie reden wir hier eigentlich überhaupt? Von der, die uns Obama und Co. aufgezwungen haben, die eigentlich gar keine ist? Meine Fresse, ey! Wirklich, hört doch einfach mal auf, hier so zu tun, als wenn es euch nicht um wirtschaftliche Interessen ginge und anderes. Ja, sondern um die Völker der Erde. Ja, so ein Bullshit. Wenn es darum ginge, dann frage ich mich, Obama, warum nehmen Sie denn nicht auch ein paar Flüchtlinge auf? Sie haben das schließlich mitzuverantworten. Und Sie rühren sich nicht. Nichts passiert. Wir müssen diese Lasten tragen. Und Frau Merkel, ich rate Ihnen mal eins. Sagen Sie nie wieder diesen Satz, wir schaffen das. Nie wieder möchte ich diesen Satz von Ihnen hören. Weil Sie nämlich sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, wie das zu schaffen sein soll. Es interessiert Sie auch überhaupt nicht. Sie fahren Ihren Kurs einfach weiter, freuen sich, dass Ihre Rente gesichert ist und mehr nicht. Alter Schwede, ey. Und bei Frau Roth mache ich gleich weiter. Frau Roth hat sich ja jetzt hingesetzt und gesagt, das findet sie ja ganz furchtbar, dass sie Hasskommentare und Hasspostings bekommt. Frau Roth, haben Sie sich eigentlich auch genauso echauffiert, als Ihr Herr Kollege Özdemir kam und gesagt hat, dass die Deutschen, das sind Nazischweine? Da haben sie sich nicht echauffiert. Warum, das kann ich Ihnen sagen, weil sie ohnehin nur für die Moslems da sind. Sie kümmern sich einen Scheiß ums deutsche Volk. Sie wollen, dass wir die Fresse halten, mehr auch nicht. Warum? Weil sie die Deutschen hassen wie die Pest. Anders kann man sich nämlich überhaupt nicht erklären, was sie schon in der Vergangenheit alles gemacht haben, um den Moslems noch mehr Zucker in den Arsch zu blasen. Ja, Leute, ich sage es so, wie es ist. Es wird Ihnen Zucker in den Arsch geblasen. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Jetzt hat sich sogar noch eine Kühnast ins Fernsehen hingesetzt und gesagt zu einer Polizistin, naja, also, da müssen Sie ja mal den Moslems ein bisschen mehr Respekt entgegenbringen und die Schuhe ausziehen im Einsatz. Hey, Frau Kühnast, wie weit wollen Sie eigentlich noch gehen mit diesem Schwachsinn? Ich
könnte ausrasten, wenn ich so eine Scheiße höre. Sollen jetzt die Polizeibeamten barfuß dahergehen, einfach nur, damit sie den Moslems auch bloß nicht irgendwie beleidigend gegenübertreten oder was? Die Moslems haben sich hier anzupassen und wenn sie das nicht tun, dann können sie gehen, aber schnell! Wir brauchen hier keine Scharia, keine Friedensrichter, keine Kinderbräute, keine Beschneidung von Frauen. Das brauchen wir alles nicht. Ja? Haben Sie sich eigentlich mal angeguckt, mit was für einem Gedankengut die Moslems hierher kommen in unser Land? Was viele von denen mit uns machen wollen? Oder gucken Sie auch immer noch darüber hinweg, dass wir hier IS-Leute schon längst im Land haben? Und Pierre Vogel ist nur einer von vielen hier, die immer noch ihre Hasspredigten von sich geben und in die Moscheen sich setzen und sagen, was die hier nicht mit uns Ungläubigen alles machen wollen und wozu jeder aufgerufen werden ist, uns die Köpfe abzuschneiden, etc. pp. Wenn sogar ich als kleiner Bürger das alles weiß und mir Sorgen darüber mache, dann muss ich mich ehrlich wirklich darüber wundern, dass ihr Politiker aber allesamt euch offensichtlich so null Gedanken darüber macht, was tatsächlich noch passieren wird hier. Stattdessen kontrolliert ihr Facebook, Twitter und Co., weil ihr vorgebt, naja, wir wollen die Hasspostings einschränken, wir wollen das besser kontrollieren. Ich sag euch mal, was ihr kontrollieren wollt. Es geht euch überhaupt nicht um ein paar Vollidioten, die im Netz irgendeinen Scheiß von sich geben. Es geht euch darum, dass wir uns nicht vernetzen sollen. Es geht euch darum, dass wir keine Informationen erhalten sollen und dass wir die auch nicht weitergeben sollen. Es geht euch darum, dass wir unsere Meinung nicht frei sagen sollen. Nur aus diesem Grund habt ihr diese Scheiße mit der Kontrolle eingeführt. Zensur pur. Mehr ist das nicht, was ihr da macht. Und ihr glaubt tatsächlich, ihr seid voll die krassen Demokraten? Na Halleluja, ey, mir platzt der Arsch! Ein Scheißdreck seid ihr von wegen demokratisch. Das seid ihr sowas von null. Ihr habt uns zu nichts gefragt. Die ganzen Jahre lang habt ihr nur verlangt von uns, dass wir irgendwann mal alle 4 Jahre ein Kreuz machen und euch dann gewähren lassen. Und jetzt sehen wir ja, was dabei rausgekommen ist. Oh. Okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen runterzufahren. Jetzt habe ich ja eine ganze Menge gebrüllt hier. Ich gucke einfach mal kurz auf meinen Zettel. Was habe ich denn hier noch? Ja, genau, Kontrolle. Liebe Politiker, um eins bitte ich euch doch mal. Genauso intensiv, wie ihr das Internet kontrolliert und uns deutsche Bürger, genauso verlange ich von euch, dass ihr die Moscheen und die Predigten, die dort gehalten werden, kontrolliert. Aber sofort! Meine Fresse, ey, wirklich, es kann doch alles nicht mehr angehen, dass ihr euch hinstellt und uns klein macht, uns für dumm verkaufen wollt und nicht nur das. Nein, sondern gewisse Politiker stellen sich jetzt tatsächlich auch noch hin und sagen, das deutsche Volk ist dumm. Wer lässt denn die ganzen Analphabeten hier rein? Ich will nicht sagen, dass alle Flüchtlinge, ja, das setze ich mal in fette Anführungszeichen, will gar nicht sagen, dass die alle Analphabeten sind, aber viele und ganz viele haben höchstens den Bildungsstand von einem Viertklässler. Na geil, und die sollen mal unsere Rente bezahlen, wo wir dann auch schon beim nächsten Thema sind. Ja, Rente. Das sollen die uns bezahlen? Über die Hälfte davon wird hier keine Arbeit kriegen. Noch nicht mal alle Deutschen haben hier Arbeit. Ja, so. Und worauf wollte ich hinaus? Jetzt ist es mir gerade entfallen. Egal, ich mache woanders weiter, ja. Genau, jetzt sind mir wieder eingefallen. Ihr wollt jetzt ein Asyl-Soli. Sag mal, seid ihr noch ganz knusprig im Kopf? Ey, wir laufen finanziell schon auf dem Zahnfleisch und ihr wollt uns noch mehr ausbluten? Ey, ihr habt doch wirklich, ihr seid von allen guten Geistern verlassen. Wirklich, aber von allen guten Geistern. Warum greift ihr nicht einfach mal in eure übervollen Taschen und bezahlt den Scheiß, den ihr da verzapft, selber? Statt immer wieder zu uns deutschen Steuerzahlern zu kommen und zu sagen, so, jetzt bezahl mal. Ey, wirklich. Wenn ihr einfach mal alle diejenigen hier eiskalt abschieben würdet, die sowieso keinen Anspruch darauf haben zu bleiben, dann hätten wir auch genug Kapazitäten und dann würde vielleicht auch das Geld reichen. Nein, stattdessen lasst ihr die Grenzen immer noch scheunentorweit offen. Lasst hier wirklich jeden rein. Es ist euch scheißegal, wer hierher kommt, ob das gefährliche Leute sind, ob das kriminelle Leute sind. Das spielt für euch überhaupt keine Rolle. Alle rinn hier. Ganz ehrlich. Ich möchte eigentlich von euch mal sehen, dass ihr mit gutem Beispiel vorangeht und das macht ihr nicht. Stattdessen stellt ihr euch tatsächlich hin und sagt, naja, liebe Bürger, nehmt doch mal ein paar Ausländer bei euch auf, ein paar Fremde. Aber ihr Politiker seid selber nicht bereit dazu, ihr räumt nicht eure Wohnungen, um Platz zu machen für die Asylbewerber. Aber uns deutsche Bürger schmeißt ihr eiskalt raus.
Was fällt euch eigentlich ein, dass ihr euch nicht in Grund und Boden schämt dafür? Mann, ey, könnt ihr es nicht einfach mal lassen, uns so fertig zu machen? Es kommt der Tag, an dem wir euch austauschen werden. Und wisst ihr was? Ich freue mich darauf. Das ist das Einzige, was wir noch machen können. Denn ihr haltet den Zug, den ihr ins Rollen gebracht habt, nicht auf. Im Gegenteil, ihr habt da hinten noch einen Booster dran gehängt und fährt noch schneller die Scheiße. Mann, hört wirklich auf damit. Es ist nicht mehr kurz vor 12, es ist inzwischen schon 12:30. Ja? Ihr müsst aufhören. Es muss Schluss sein. Wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr. Wir laufen auf dem Zahnfleisch. Die Behörden laufen auf dem Zahnfleisch. Das Volk läuft auf dem Zahnfleisch. Die Polizei läuft auf dem Zahnfleisch. Die Ärzte, die Krankenhäuser. Wisst ihr, wie oft bei mir hier nebenan auf der Straße Tatütata ist jeden Tag? Ihr macht euch gar keine Vorstellung davon, ihr Politiker. Ihr lebt da in eurer eigenen kleinen Lebensblase und denkt euch doch, naja, ist doch alles gut. Eure Kinder können ja auch auf Privatschulen gehen. Ihr könnt 3-mal im Jahr Urlaub machen. Ihr habt 2 Wohnsitze und vielleicht noch 2 Autos. Ihr macht euch keine Sorgen. Und uns deutsche Bürger, die wir berechtigte Sorgen und Ängste haben, die macht ihr eiskalt fertig. Die lasst ihr wirklich nicht zum Reden kommen. Kein von uns, ja? Ihr wollt es alles nicht hören. Statt